Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Röntgen von Grounded. So, mein Haustier. Warte mal. Hello there. Erwischt. Mein Haustier ist jetzt hier angekommen. Ich habe es schön eingemauert. Aber aus irgendeinem Grund bleibt es hier vorne in der Ecke. Es hat sich das Tier noch ein bisschen frei bewegt, aber seit geraumer Zeit will es sich hier nicht wegbewegen. Keine Ahnung warum. Es war auch ein bisschen schwierig, den Kleinen hier reinzubekommen, weil er wollte nicht auf diesen Stein hier drauf. Der ist immer zu dem Stein hier gegangen und blieb dann hier an der Kante hängen. Deswegen hatte ich hier eine Grasbrücke gebaut, da ist es dann hochgekommen und dann konnte ich ihn endlich einmauern. Ja, jetzt ist er hier gefangen. Aber die Situation mit dem hier in der Ecke hocken, vielleicht ist er recht depressiv, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, er will sich nicht wegbewegen. Des Weiteren habe ich mich belesen bezüglich dieses Totems, das wir ja in der letzten Folge gefunden haben. Es hat keine wirkliche Wirkung. Es hat wohl keine Wirkung. Man kann es einfach nur dekorativ irgendwo hinstellen. Und wo ich mich da so ein bisschen dazu gelesen habe, wurde ich auch ein bisschen gespoilert. Also es stand einfach im Text mit drin. Die Ameisenköpfe, die wir dort gesehen haben, dieses Totem, kann man auch craften. Dafür gibt es auch ein Rezept. Dieses Rezept ist wohl irgendwo in der Mauer beim Hedge Lab. Unter dem Hedge Lab, irgendwie dort an der Mauer. Und sowas war es. Es war ein englischer Text, irgendwie Cave in the Wall by the Hedge Lab oder irgend sowas. Deswegen wollen wir an der heutigen Folge dort einmal hingehen und nach diesem Ameisenkopf suchen. Ich denke, das ist ein schöner Folgeninhalt. Mal schauen. Ich habe mich jetzt da noch nicht umgesehen. Weil ganz ehrlich, ich hatte nicht die Zeit dazu. Ich hatte einfach nicht die Zeit dazu. Wir machen das jetzt in der Folge. Wenn ich es jetzt nicht finde, dann muss ich es vielleicht mal irgendwie offscreen suchen. Und dann gibt es in der nächsten Folge. Wir müssen mal schauen. Wir gehen jetzt einfach mal dahin. Vielleicht treffen wir auf dem Weg ja noch ein paar Gegner, die ich mal so ein bisschen abschießen kann. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, ein paar Gegner kalt zu machen, kalt zu stellen. Was ist denn mit dir, Mr. Bombardierkäfer, Sir? Zack. Zack. Ah, daneben geschossen, mein Freund. Und weg warst du. So, was ist los? Willst du rankommen? Erwischt. So, gut. Ist ein Rüsselkäfer unterwegs. Ich frage mich, wie viele von diesen komischen Rezepten es noch gibt. Gibt es einen ganzen Stall von absurden Dingen, die man so finden kann? Warum finde ich die erst jetzt? Bei der ersten Staffel. Hey, vielleicht gab es die damals noch nicht. Ich weiß es nicht. Aber das Lab und so, ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt. Das geheime Bärenlabor und das Ding hier, ich weiß es halt nicht. Vielleicht gibt's das erst, kam das erst hinzu mit dem letzten Update. Genau, es ist mir jetzt nicht bekannt. Ups. So. Wir gehen zur Vogeltränke. Dort gehen wir den Weg nach oben. Das sind die ganzen Spinnen. Da ist eine. War so klar. Es war so klar, dass sie mich bemerkt. Nö. Ekelhaftes Vieh. Ekelhaftes Vieh. Don't even need to boil it. So. Aha. Aha. So. Vogel ist oben. Das könnte bedeuten, dass hier. Ja, davon liegt einer. Hau doch nicht ab.
Da liegt schon eine Feder. So. Es war natürlich klar, dass es eine Einerfeder sein musste. Liegt ja noch einer? Manchmal liegt noch eine im Wasser. Nö. Okay. So. Better than starving, I think. Bisschen was gegessen, dass ich nicht hier irgendwie wieder meiner. Da ist schon einer. Das sind sogar zwei. Ja. Schön daneben geschossen. Puff. So, da kann ich mir gleich mal ein paar Spinnenfäden sammeln. Wie viele es schon wieder sind. Gibt es einfach so viele von den Viechern. Das hat gezeckt. Ah. Ach Mist. So. Muss ich sie mal kaputt machen, sonst komme ich hier nicht mehr voran. So. Oh, mein Heilraum hat ein bisschen gelitten. So. Zack, erwischt. Oh nein, volle Kante daneben geschossen, mein Freund. Oder Freundin. Zack, erwischt. Also, Crit ist schon was Nices. Ich seh's. Ich sehe dein Spinnbein, du ekelhaftes Vieh. So. Erwischt. So. Mist, Feuerkant daneben. Erwischt. So, Ausdauer. So. Sehr schön. Ist hier natürlich wieder mal nicht so hell. So, also da oben ist das Lab. Da drüben ist eine ekelhafte Spinne. Und jetzt fällt mir gerade was auf. Mitten ist ja gar keine Wand. Hier ist ja ein Zaun. Das ist ja gar keine Wall. Warte mal, ich mach's mal kalt. Ja, erwischt. Wir hatten noch nicht einen Zaun als Wall, nein. Da hinten? Ist das eine Wall? Und da ist eine Wall. Aber da hinten ist nicht das Lab. Das Lab ist hier vorne. Das ist da. Und das ist... Ist das ein Diskus? Das ist ein Diskus oder ein Helm, ist das Lab? Das ist ein Teil vom Lab. Ach nein, da oben ist das Lab. Ah, okay. Gut. Mach mal Licht an, Junge. By the power of Helion, champion of the sun. So, dann fangen wir gleich mal hier an. Also. Schauen wir mal. Hier sind alle eng anliegend. Erstmal gucken, ob ich ja. Oh, ein Pfeil. Pfeil auf. Hier ist eine Lücke. Aber nein. So. Eng anliegend. Immer mal umgucken, nicht, dass hier so eine Wolfsspinne ist. Was ist hier? Eine Lücke. Oh. Ja. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ameisenbeine.
man die Dinger auch abfarmen? Da kriegt man wohl Ameisenköpfe dann raus, oder was? Genau, der Ameisenbeine. Okay. Okay. So, welchen Götzen bietet ihr an? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich meine, hier ist offensichtlich ein Mensch gestorben und man hat seine Überreste mit Ameisen. Ach, was ist das? Das ist doch sowas von The Forest. Das ist sowas von The Forest. Nee. Oh. Schön. Zum Analysieren? Wo ist sie? Hä? Habe ich gerade auch gesammelt? Eine verrottete rote Ameisenkeule, die sich in meiner Hand befindet. Ah, so, okay. Warte mal. Kann ich noch analysieren? Das gab es lange nicht mehr, dass ich was analysieren konnte. Sehr schön. So, was hast du hier? Ameisentotem, alles klar. Ein Rezept, das bei einem Leichnam in einer Höhle voller Ameisenköpfe zu finden war. Ja, klar. Das ist das Wichtigste hier dran. Das Ding hier ist ja überhaupt nicht auffällig. Die Ameisenköpfe sind das Wichtige. Ein Rucksack. 10 Ameisenköpfe, wow, danke. Und ein altes Lager, in dem ich leider nicht speichern oder schlafen kann. Okay. Habe ich das jetzt auch entdeckt? Sehr schön. Ja, schneller als gedacht. Gut, war auch einfacher, nachdem sich herausgestellt hat, dass es da hinten ein Zaun ist. Keine Wand. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Hause, analysieren. Und bauen so ein Ding. Ich meine, mit den Dingern komme ich besser klar als mit dem anderen Ding. Yep. So. Dun. Da ist eine ekelhafte Lava. So. Erlegt. Oh, in der Tat ist voll. Worse than my mom's Brussels sprouts. Da. Aber, naja, damit muss ich leider leben, dass ich einen verpackten Inventarplatz habe. Da muss ich leider mit leben. Muss mir bloß immer merken, nichts Wichtiges einpacken auf den letzten, sonst ist es weg. Das haben wir in der letzten Folge rausgefunden. Legst du da was drauf, ist es weg. Hier habe ich ja immer so ein bisschen die Erwartung, dass hier was sein könnte eigentlich. Hi. Ja. Ja. Zack, zack. Die ist hin. Und die ist auch hin. So, mal hier wegpacken. Nicht, dass ich die Fackel versehentlich aufbrauche. Naja, bei euch will ich jetzt eigentlich nicht lang laufen. Lauf mal hier außen lang. Wir laufen mal hier außen lang. Wir wollen ja erstmal zu Mr. Burgess, Sir. Ja, du kommst nicht an dem Marienkäfer vorbei. Der Ladybug, der ist im Weg, du blöde Spinner. So. Gut, gehen wir zu Mr. Burgess, Sir. So.
So. Nein, als Quatsch zu dem muss ich gar nicht. Ich muss hier hin. So, analysieren. Sehr schön. Gut, haben wir das? Können wir hier wieder rausgehen? Dann müsste ich mal. Oh, sie ist direkt hinter. Sie ist direkt hinter dem Tor. Oder? Ich höre sie blubbern. Ich habe sie blubbern hören. Die Verseuchte. So, das sind auch die Überreste von der Grasbrücke. Ich wundere, dass hier so ein bisschen Gras liegt. So. Gut. Dekorative Dinge. Ameisentote. Okay. Will ich das hier so darunter stellen, dass die Ameisen wissen, you're not welcome? So. Warte mal. Da kommt wieder der Perfektionist in mir vor. Der sagt wieder, mach das richtig oder mach's gar nicht. So, stell dir jetzt einfach mal vor meine Eingänge nach dem Motto, ihr seid ja nicht willkommen. Aber die dürften auch nur einen dekorativen Zweck erfüllen, ne? Wenn ich da richtig belesen habe. Wir halten jetzt nicht die Ameisen fern. So, was brauche ich nochmal? Sprösslinge und Seil. Also 4 Sprösslinge, 4 Seil. 1, 2. Ah, ja, mein Inventar ist ja voll. Ich vergaß. Mein Inventar ist ja voll. Gefüllt mit Dingen, die es gar nicht gibt. Ekelhaft. So. Jetzt klappt das. So. Zack. So, die Viecher auf Distanz. Das geht noch. So ein Totem geht noch. So, was bräuchten wir denn noch? Oder was müsste ich noch ablegen? Das hier? Die Verrottete müsste ich mal reparieren, wie es scheint. Da haben wir noch was von dem. Wie viel bleibt da? So. Kann ich eigentlich verschrotten? Brauche ich nicht. So. Ne? Brauche ich nicht. Einzeln verschrotten. Was macht die Axt jetzt bis hier unten? Hä? Was macht denn die Axt da? So. Zack, zack. Spinnärsche verschrotten. Ameisenärsche verschrotten. So. Reparieren. Bitteschön. Dann reparieren. Bitteschön. Oh Gott, ich kann schon die ganze Rüstung reparieren. Ganz ehrlich, ich kann schon die ganze reparieren. So. Waffen waren oben. Nee, ja nicht. So, wie war das? Wo waren die? Ist nicht eine separate Kiste für verrottende Waffen und so? Genau. Ja, tust du mal damit rein, damit der hier unten zu den anderen verrotteten Waffen kann. Gut. Gut. Noch eine Waffe gefunden, was zum Analysieren. Sehr schön. Ja. Ups, das war mein Stuhl, der da geknarzt hat. My mom always says I light up a room. Mach mal die Lampe aus.
So. Wie geht's dir? Wo bist du? Bist du immer noch in der Ecke? Wenn du nicht aus der Ecke rauskommst, könnte sein, dass da was passiert. Also, solange du mein Haustier bleibst, komme ich damit klar. Wenn du nicht mehr mein Haustier bist und nicht mehr aus der Ecke rauskommst und so, dann müssen wir mal reden. Ja, er ist doch eigentlich in der Nähe. Eigentlich ist er in der Nähe. Eigentlich könnte er die Buchte auch mal für sich beanspruchen. Nee. Zack. Das hast du nicht gesehen. Okay. Ah. Könnte ja so eine richtige, so einen Eingangsbereich machen, der nur aus den Köpfen besteht, aber das ist irgendwie so, nein. So, gut, gut, gut. Was ich in dieser Folge noch machen werde, wird etwas abreißen. Ich werde etwas abreißen, weil ich sie nicht mehr brauche, weil es eh nicht mehr funktioniert. Und zwar das Ding hier. Es funktioniert eh nicht, also. Hier kommt nämlich was anderes hin. Da kann ich jetzt das schon mal entsorgen. Ey, hör auf mit dem Quatsch. So. 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 Och, da steht noch was. Gut. So, tun wir das hier mal alles zur Seite räumen. So, warte mal. Dann. So. So. Gut. Dann machen wir da frei. Gut, hier kommt nicht was anderes hin. Da habe ich schon was geplant. Da habe ich schon was geplant. Im Öfen hatte ich nichts drin, ne? Und hier auch nicht. Da habe ich zuletzt das grüne Zeug hergestellt, okay. Achso, das habe ich, weiß gar nicht, habe ich das erwähnt? Habe ich das erwähnt? Ich habe natürlich, als ich ihn da hinten gefangen habe, meinen kleinen Freund, ihm auch so ein kleines Behältnis hingestellt. Aber ihr habt es ja wahrscheinlich jetzt eh schon gesehen, das da in der Mitte. Da ist nur grüner Schleim drin, für seine Ernährung. Und ihr, ja, braucht noch eine Weile zum Wachsen, ne? Okay, okay. Schicke Sache, tun wir das hier noch in die Kiste mit rein. Und dann soll es das gewesen sein. Oh. Brauche ich gar nicht. Stapel verschrotten. Ja, ist ja auch nur Klee. Ganz ehrlich, ist nur Klee. Was ich auch mal machen könnte, das hier essen. Kannst du dir vorstellen, wie du willst. Du hast einen Käfer gefressen. So. Was ich mich natürlich noch frage. Was nehmen wir mal dafür? Komm, wir schießen mal noch einen Käfer. Oh, ein Weevil. Jawohl, du gehst auch. Eigentlich gehst du auch. Komm mal her. So, komm mal her. Komm mal mit. So, jetzt nehmen wir dich mal in die Hand. Nein, du solltest es nicht essen. Ach du Idiot. Wir nehmen mal was in der Hand, was der kleine Idiot nicht essen kann. Toll. Vergiftet.
Ganz große Klasse. Ich dachte, er nimmt ihn nur an die Hand. Hm. Geht so gar nicht. Habe ich irgendein anderes Objekt, was ich mal... Den Smoothie würde er trinken. Was ist denn mit einem Kiesel? Geht das mit einem Kiesel? Kiesel kann man doch in der Hand nehmen, oder? Da kommst du dann auch mit Wupp Wupp. So. Werfen? Nee, nimm mal. Es klappt noch. Oh yeah. Und unten ist immer Betrug, ich weiß, aber... Halt mich auf. Oh yeah. Gut, es klappt noch. Sie fragen nur die, wurde das Ding jetzt dadurch beschädigt? Ja oder nein? Wir gucken mal noch kurz nach. Wir nehmen mal unser Reparaturset raus. Wo habe ich mein Reparaturset? Da. So, wir gucken mal kurz, ob was hier rot umrandet ist. Sieht nicht so aus, ne? Alles ganz. Kommt nämlich mal immer so zu vereinzelten Schäden aus irgendeinem Grund. Wenn ich ja nochmal beim Beet ist das häufig so, weil da ja die blöden Ameisen, die eigentlich die Köpfe auch mal dorthin stellen sollen. Ich glaube ja immer die Rüsselkäfer schnappen und dabei mein Boden hier beschädigen und so. Aber momentan sehe ich nichts rot umrandetes. Das ist gut. Das ist eigentlich sehr gut. Gut, dann das hier noch zurücklegen und dann war es das für die heutige Folge. Da haben wir jetzt noch die Ameisenköpfe. So, das bedeutet... Zack, rein in die Truhe. Gut, wir haben es geschafft. Für die heutige Folge. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Reingehauen.